Berlin-Ost. Aus alliierter Perspektive immer noch sowjetisch besetzter Sektor der Vier-Mächte-Stadt. Im Westberliner Slang Ostsektor, im Selbstverständnis Hauptstadt der DDR. Berlin-Ost heute. 8 Bezirke, rund 1,1 Millionen Einwohner, 72% Protestanten, 11% Katholiken. Die Stadt heute. 27 Jahre nach Kriegsende, 10 Jahre nach dem Mauerbau. 20 Jahre lang Hauptstadt der DDR, de facto und nach der Verfassung der DDR. Eine Realität. Wenn auch die Ostberliner Abgeordneten in der Volkskammer, genauso wie die Westberliner im Bundestag, nur begrenztes Stimmrecht haben. Die Stadt hat sich verändert. Das Misstrauen der Menschen Fremden gegenüber ist geblieben. Eine gewisse ideologische Hab-Acht-Stellung. Aber ist das umgekehrt anders? Man hat jahrelang nicht vernünftig miteinander geredet und das macht unsicher. Das alte Zentrum Friedrichstraße, das einstige Vergnügungsviertel der Weltstadt. Die Bilder sind die alten, aber es fehlt der Hauch von Internationalität. Es gibt zwar 9 Tageszeitungen, aber eben nur eine gedruckte Meinung. Die Blätter der verschiedenen Parteien sind voll in das sozialistische System integriert, bis zur Schlagzeilengleichheit. Internationale Zeitungen sind nicht im Handel. Sie liegen nur für Touristen in internationalen Hotels aus. Der Durchschnittsbürger wird über die Probleme in der Welt zumindest offiziell einseitig informiert. Karl-Marx-Allee, vormals Stalin-Allee, die alte Frankfurter. Steinernes Denkmal der ersten Aufbaujahre in der Stalin-Ära, als man die großen Vorbilder noch imitieren aus Ost-Berlin Klein-Moskau machen wollte. Die Zeiten sind vorbei. Eine neue Sachlichkeit hat sich durchgesetzt. Das Zentrum Rathausstraße ist kaum von irgendeinem anderen Neubauviertel irgendwo auf der Welt zu unterscheiden. Das Bauen mit modernen Materialien ist überall denselben Gesetzen unterworfen. Die Technologie hat über ideologische Architekturträume gesiegt. Auch in Ost-Berlin ist die Zeit nicht stehen geblieben. Die Stadt hat aufgebaut, unter schweren Bedingungen, ohne Kredite, auf Kosten des Lebensstandards, keine Frage. Aber nun ist es eine moderne Stadt und darauf sind die Bürger stolz. Der neue Fernsehturm. Dank zunächst den Trümmerfrauen, die den Schutt wegräumten, dass wir, um neu aufzubauen, keine Zeit versäumten. Heute bauen ihre Söhne einen hohen Fernsehturm. Hochgestiegen sind die Löhne, hochgestiegen ist die Norm. Danke, Meisterschaften, Minister, was sich waffen. Danke, Meisterschaften, danke für das Heer. Danke, Meisterschaften, Minister, was sich waffen. Das Aussichtscafé im neuen Fernsehturm dreht sich einmal in der Stunde um die eigene Achse. Der Fernsehturm, im Volksmund auch Telespargel, St. Walter oder Renommierröhre genannt, hatte eine Bauzeit von 4 Jahren, Höhe 365 Meter, Gewicht 26.000 Tonnen. Er ist der höchste Turm Westeuropas, ein neues Berliner Symbol mit alter deutscher Ordnung. Ost-Berlin hat sich verändert. Die Stadt hat aufgebaut, die Stadt baut auf. Seit der Errichtung der Mauer ist die Abwanderung der Facharbeiter gestoppt, der ideologisch störende Einfluss gemindert. Das Planziel der Aktion ist also erfüllt. Die Bevölkerung hat sich mit dem System arrangiert, die falschen, selbstgemachten oder vom Westen geweckten Hoffnungen aufgegeben. Niemand kann übersehen, dass es trotz der Isolierung vorangegangen ist. Das Durchschnittseinkommen ist von monatlich 500 Mark brutto auf 755 Mark gestiegen. Die Preise sind einigermaßen stabil geblieben. Der Wohlstand ist also gewachsen, wenn auch nicht so explosionsartig wie im Westen. Immerhin aber so stark, dass die DDR-Bürger von den Tschechen die sozialistischen Kapitalisten genannt werden. Leninplatz, Karl-Marx-Allee. Eine ganz neue Stadt. Die Wohnungsnot ist trotzdem noch groß. Die Mieten werden niedrig gehalten. Preis für eine 3-Zimmer-Neubauwohnung mit Fernheizung, Warmwasser, Einbauküche und Einbauschränken 94 Mark und 65 Pfennig. Natürlich kann man auch drüben für diesen Preis keine Wohnungen mehr bauen. Aber Wohnungen sind in der DDR keine Renditeobjekte. Alle Mieten werden, wie Grundnahrungsmittel, subventioniert.
Und Kindergärten sind auch längst nicht so knapp wie in Westdeutschland, wo nur jedes dritte Kind, das untergebracht werden soll, einen Platz bekommt. Das ist unter anderem eine ökonomische Notwendigkeit, denn die DDR ist in Europa das Land mit den meisten berufstätigen Frauen. 3 von 4 arbeitsfähigen Frauen gehen einem Beruf nach. Und für die berufstätigen Mütter braucht man Kinderhorte. Zuweilen, das fällt auf, steht inmitten von Neubaukomplexen eine Ruine. Die ist dann Privateigentum. Die Hauptstadt der DDR hat nämlich beim Erwerb oder bei der Enteignung privaten Grund und Bodens auch Schwierigkeiten, wenn auch nicht ganz so große wie westliche Stadtplaner. Neu aufgebaut und restauriert, die Prachtstraße Berlins unter den Linden. Das alte Zeughaus, heute Museum für deutsche Geschichte. Die neue Wache. Die Humboldt-Universität. In der DDR kommen auf 10.000 Einwohner 71 Hochschulstudenten, 26 mehr als in der Bundesrepublik. 47% sind aus Arbeiter- und Bauernfamilien, in der Bundesrepublik nur 6. Übereinstimmung mit der herrschenden politischen Meinung ist in der DDR allerdings Vorbedingung für das Studium. Fahrt zum Ende der Straße, zur vorläufigen Grenze dieser Welt, von der Millionen hoffen, dass sie wieder und dann nicht nur einseitig durchlässig wird. Schau her, schau her, schau her, so wär die Welt, wenn Frieden wär. Schau her, schau her, schau her. Liebe International, fernab der Mauer spürt man die Grenze so wenig wie im Westen der Stadt. Alltägliches Leben, die weiße Hochzeit wird wieder modern. So wär die Welt, wenn Frieden wär. Schau her, schau her. So wär die Welt, wenn Frieden wär. Unter den Linden die Sowjetbotschaft. Der Platz vor der Deutschen Staatsoper, das Operncafé, beliebter Treffpunkt vor und nach dem Theater. Es gibt 12 Bühnen und auf dem Spielplan stehen neben klassischen Werken und agitatorischen Zeitstücken auch My Fair Lady oder Hello Dolly. Stücke jedoch, die die eigene Gesellschaftsordnung in Frage stellen, werden nicht gespielt. Die neue Gesellschaft hat sich etabliert, innerlich und äußerlich das Außenministerium. Das Gebäude des ZK, des Zentralkomitees der SED. Das Staatsratsgebäude. Neue Wahrzeichen, alte Traditionen. Wachablösung am alten Ehrenmal, der heutigen Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus und Militarismus. Die Zeremonie ist wöchentlich. Jeden Mittwoch 14.20 Uhr mit preußischer Pünktlichkeit. Sozialistischer Drill mit jahrhundertealter monarchistischer Tradition. Ganz Abteilung. Jetzt. Was denn? Der Kaiser hat längst abgedankt, der Stechschritt ist geblieben. Jeden Mittwoch säumen Tausende den Weg des Wachregiments, Einheimische und Fremde. Denn eine militärische Schau dieser Art begeistert offensichtlich auch manches Sozialistenherz. Sozialistische Disziplin nach der Mode von 1880, sozialistischer Charme neuer Prägung. Deutsch mit Akzent verleiht den Hauch von Internationalität und klingt Berliner Ohren liebenswürdiger als Sächsisch.